Im Moment fühle ich mich sogar sehr gut damit. Ich habe vor kurzem den Gehirnstabilisatoren eingebaut bekommen. Und seitdem ist mein Leben hat sich total verändert. Ich bin ruhig geworden, ich kann besser laufen und und. Und vorher hatte ich nur Tabletten, dann hatte ich mal eine Ampropinpumpe bekommen. Da ging es so ein bisschen und die letzte Zeit wird das immer schlechter mit der Zeit. Aber jetzt, seitdem ich die Operation im Kopf bekommen habe, wunderbar ist mein Leben im Moment. Also viele Leute sagen, ich wäre ein anderer Mensch, weil ich ruhig stehe auf einmal und vorher muss ich wohl so gebackelt haben, immer, weil ich es selber gar nicht registriert habe. Nur die Außenmenschen, die nehme ich dann, die haben es so festgestellt und ich selber nicht. Aber im Moment sagen die, als wenn ich ein neuer Mensch wäre. Ruhig stehe ich da alles und laufe auch vernünftig und so weiter. Also im Moment bin ich damit sehr zufrieden. Schwer zu sagen, ich sage mal, ob die anderen das überhaupt, sagen wir mal, die Außenstehenden als Krankheit sehen. Ich habe den Spruch zum Beispiel sehr oft gehört, wenn ich durch die Stadt gegangen bin, guck dann mal das besoffene Schwein an. Schon auf jeden Morgen besoffen. Dann haben wir nachgesagt zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall mit den Gehirnstabilisatoren, das ist da spitzenmäßig. Das hätte ich ja vorher gewusst, dann hätte ich das schon jahrelang vorher gemacht.